Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Dort, wo wir gestern aufgehört sind, machen wir heute direkt weiter. Aufnahmetag ist für mich Freitag. Wir werden sehen, ob wir am Freitag noch ein Update bekommen haben. Und was das ist, was da Wichtiges drin ist, ob was Wichtiges drin ist und so weiter und so fort. So, wir gucken uns hier erstmal das nächste an. Ich habe gestern beschlossen, weil wir noch über 200 Kilometer haben und hier auch Strecken bei sind, wo wir noch nicht gewesen sind, die jetzt aber nicht mit auf dem Routenplan direkt liegen, werden wir, oder mache ich nochmal eine getrennte Folge, und das ist eben diese hier für den Sonntagmorgen. Ich denke mal, wir werden auch hier wieder auf eine halbe Stunde oder so kommen. Wir fahren jetzt hier erstmal rechts, um zu schauen, was ist da. Baustelle oder Baufirma, eins von beiden wird es sein. Sicherheitsüberprüfung, okay. Ja, Landschaft, ne? Wasser. Ding ist zugelaufen. Interessante Strecke auf jeden Fall. Hier stehen Wartungsfahrzeuge der Firma Mörtel GmbH. Ja, Steinbruch, aber schön gemacht auf jeden Fall. Hauptsache, wir kommen hier dann auch wieder hoch, ne? Ich sollte sowas aus der Innenperspektive machen, ansonsten wird das nichts. Ja, wenn man hier dann mit irgendeinem Auflieger wieder hoch muss, ne? So, hier ist dann das Werksgelände. Okay. Hier kann man dann schon den einen oder anderen Auflieger rausziehen. Spannend hier, Mensch. Wie so eine Kartbahn so ein bisschen, ha? Huh? Den habe ich nicht umgefahren. Okay. So, wir sehen zu, dass wir irgendwie wieder nach oben kommen. Was ein bisschen unrealistisch ist, dass bei diesem Kiesbelag die Reifen quasi quietschen, wenn man um die Kurven fährt. Das passt nicht so ganz. Da müsste man noch mal dran arbeiten.
Aber bei diesem Lenkrad ist es so, du kannst, wenn du eingelenkt hast, du kannst das Lenkrad wie beim richtigen Auto auch so richtig schön einfach durch die Finger gleiten lassen und es geht quasi automatisch wieder zurück, ne? Ah, es macht richtig Laune hier, ey. Super! Das ist geil. Macht richtig Spaß. Und da wir gerade keinen Auftrag hinten dran haben, können wir das ja so betreiben, wie wir es hier gerade machen. So, fahren wir noch eben rüber. Da drüben ist ein, was ist da? Auch irgendwas. Ah, und hier ist Holz, okay. Ganz kurz auf die Karte gucken. Also, wir sind jetzt hier und genau, wir fahren hier ja gleich sowieso weiter. Da ist Wegepunkt 1. Hier rum, das zurück, genau 2, 3. Ansonsten war es das in Mannheim dann tatsächlich auch. Bis auf dieses Ende da hinten. Aber da müssen wir dann später mal drauf gucken. Ja, Sägewerk, wie man es kennt. Da ist jetzt nichts Neues. So, Sensor ist an, also eigentlich müssten die Scheibenwischer gleich mal aufhören, da zu wischen. Wo es nichts mehr zu wischen gibt. Scheint die aber nicht richtig zu interessieren. Das heißt, dieses Fahrzeug hat offensichtlich keinen Regensensor. So, in dem Moment, wenn wir wieder Aufträge fahren, können wir uns dann auch wieder an rote Ampeln und so weiter halten. Im Moment ist das so ein bisschen irrelevant. So. Fahren wir hier rum. Ja, hier, ihr seht schon, ne, viel Gegend, aber dieses Kreuz hier, das haben wir ja sowieso schon weg. Leipzig versuche ich mich mal von der anderen Seite her anzuschleichen. Mal gucken, wie das funktioniert.
nebenbei noch einen Schluck Kaffee aus der Trucker-Tasse hier. Schöne große schwarze Wanne habe ich mal von meinem Sohn bekommen, von dem Dominik. Das ist eigentlich meine Haupttasse tatsächlich. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Lieblingstasse, aber wenn ich mir da morgens mit der Kaffeekanne so 6 kleine Tassen Kaffee koche, dann passen die da immer ganz wunderprächtig rein. Müssen wir hier raus, echt? Jetzt mal hier rüber. Aber auch hier sieht man, ne, viel Beton. Das werde ich dann später freischalten, so zwischen den Folgen. Könnt ihr es gern von außen angucken, also viel los ist hier nicht. So, da ist ein Wegepunkt, da hinten wird gedreht. Dann fahren wir schon auf der anderen Seite wieder zurück. Kilometer bis zum Wegepunkt. Dann schauen wir mal, was wir da eventuell noch haben, wo wir noch kurz hinfahren könnten. Wir haben ja unten in, boah, wo ist denn das? Italien? Ne, Italien, keine Ahnung. Da haben wir ja auch noch so Übergänge, wo wir mal gucken müssen, wo neue Straßen gesetzt wurden. So. 44 Kilometer bis zum letzten Wegepunkt oder bis zum nächsten? Ich habe gerade keine Ahnung, ich glaube bis zum letzten. Fällt mir hier gerade was nicht. Warte mal, das müssen wir anders machen. Muss mal hier durch, Jungs. Kommen wir hier dran vorbei. Ich weiß nicht, was da eben vorhin freigegeben wurde. Aber das, was wir hier an Strecke haben, das haben wir. Da vorne fehlt ein Stück. Guck mal, hier müssen wir hier raus. Schau mal. Nee, wir haben uns quasi verfahren, sagen wir mal so. Aber es macht jetzt nichts. Kriegen wir das hier freigeschaltet und wir kriegen wieder eine etwas längere Folge als nur 15 Minuten. Ich will jetzt auch mal Folgendes kurz machen.
was möchte er denn jetzt hier mit uns durchführen? Sie sollen da nochmal wechseln. Nee, das werden wir nicht tun. Wir werden einfach hier jetzt rüber wechseln. Dafür nehmen wir unsere Flycam. Wofür haben wir sie schließlich? So, 0 und die 8, so rum. Schön hier an den Rand, dass uns nach Möglichkeit keiner in den Poppes fährt. So, noch von dem Ding nämlich auch schon einiges frei. Sehr schön. Den Rastplatz nehmen wir hier mit, genau wie auf der Gegenseite. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal hier gepflegt dran vorbei. Ups. So. Liebe Leute. Das Stück haben wir. Werfen noch mal einen kurzen Blick auf die Karte. Okay. Das hier und auch das Ding hier werde ich jetzt mal weitestgehend freimachen. Hier ist ja nicht mehr viel los und probiere dann auch mal hier weiter ranzukommen, gegebenenfalls von der anderen Seite. Das muss ich mal schauen. Selbiges gilt natürlich auch hier oben für Leipzig. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen was, wo wir nicht rankommen. Das ist hier der untere Bereich. Vielleicht kann man da auch irgendwie das Pferd von hinten aufzäumen. Das könnte ich freischalten. Hier schon mal diese drei Dinger. Da ist eine Firma. Ja, und dann haben wir tatsächlich hier unten irgendwo noch was. Das ist aber tatsächlich so, dass ich... Ach ja, da ist was Graues. Man sieht, dass das hier sehr, sehr schwer zu sehen ist. Deswegen hatte ich auch die andere Mod drin, um eben besser erkennen zu können, wo hier eindeutig noch nicht gefahrene Stücke sind. In diesem Sinne, genau, wir gucken jetzt nochmal. System. Wir gehen nochmal auf den Startbildschirm und schauen mal eben in das Fahrsicherheitszentrum, sage ich jetzt mal. Genau, Fahrschule heißt das, haben sie das Ding jetzt genannt. Und mal eben schauen. It's not, okay, da ist das jetzt alles noch in Englisch. Das ist noch nicht fertig, das haben wir. Also außer, dass sie das im Startmenü auf Deutsch gemacht haben, ist da nichts passiert. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut, lasst ein Däumchen, Abo da. Und klickt auf die Glocke. Wir sehen uns. Tschüss.